Ja, hallo und herzlich willkommen bei Lernen mit Uwe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir wollen uns mal wieder einen B2-Text anschauen. Hierbei handelt es sich um eine Beschwerde zu einer Messe namens Zukunft Jetzt. Und wir wollen einfach mal schauen, was der Schüler hier geschrieben hat. So. Einmal kurz Änderung verfolgen. Okay, los geht's. So, hier würde ich einfach mal ein Ander vorsetzen. Das muss aber nicht sein. Sehr geehrte Damen und Herren. Hier fehlt die Betreffzeile. Na, das heißt, ich Beschwerde zur Ausstellung, nee, nicht zur, über die Ausstellung Zukunft jetzt. So. Sehr geehrte Damen und Herren, vor 2 Wochen habe ich die Messe Zukunft jetzt besucht. Habe ich die Messe Zukunft jetzt besucht. Den Messebesuch habe ich nach der Lektüre Ihrer Anzeige im Internet bei Ihnen gebucht. Wunderbar. Ich war damit nicht zufrieden. In Ihrem Anzeige war geschrieben, dass Ihr Angebot, also in Ihrer Anzeige, denn es ist die Anzeige. So, und jetzt muss ich mal kurz gucken. So, er hat das alles immer groß gemacht, dann machen wir das auch groß. So, mache ich nochmal einen kleinen Kommentar. Schreib die Anrede oder Possessivpronomen entweder immer groß oder immer klein. Wenn Sie sich auf den Empfänger beziehen, gut, die Anredepronomen beziehen sich immer auf den Empfänger. Deswegen ist es besser, wenn ich das hier Possessivpronomen, wenn sich auf den so. Na, also der Schüler hat hier ihrer klein geschrieben, ihre Anzeige und hier ihrer also Irem war stand ja hier oder hier groß. So. Und ihr müsst am besten ist es nein, entscheidet euch für eine Variante. Entweder ihr schreibt das groß oder klein. Zu empfehlen ist es, das groß zu schreiben. So. Ich empfehle dir die Großschreibung. Okay, ich war damit nicht zufrieden. Ihre Anzeige war geschrieben kann man machen. Stand geschrieben ist besser. Oder einfach nur Stand. Kannst du hier weg? Lassen. Dass Ihre Anzeige einen Zugang, dass Ihre Angebot, Ihr Angebot, das Angebot, dass Ihr Angebot einen Zugang zu allen Messehallen hat. Ja, das Angebot hat keinen.
so ein Messehallen beinhaltet. Ja, also wenn man das Angebot bucht, hat man Zugang zu einem Messehallen und der Besucher alle Veranstaltungen der Messe besuchen kann. Zack. Der Veranstalter und der Besucher alle Veranstaltungen der Messe besuchen kann. So, aber leider konnte ich nicht alle besuchen, alle Veranstaltungen oder alle Messehallen, weil die meistens Bereichen immer eine Karte buchen musste. Also wahrscheinlich meint er, dass man eine extra Karte buchen musste oder so. Weil man für die meisten Bereiche eine Karte buchen musste. Zusätzliche würde ich so mal sagen oder schreiben, damit das klar ist, dass das eben extra Kosten waren. Andere Sache, das Hotel war nicht direkt am Messegelände. In der Anzeige stand, dass das Hotel direkt am Messegelände ist. So, und er schreibt hier, dass es nicht so gewesen ist. Okay, andere Sache. Ja, andere Sache, das sagt man so, aber das schreibt man natürlich nicht. Man kann jetzt schreiben, des Weiteren oder darüber hinaus. Ne? Weiteren war das Hotel. Ja, weiteren wird natürlich groß geschrieben, Uwe. War das Hotel entgegen der Beschreibung in Ihrer Anzeige nicht direkt am Messegelände, sondern zwei Kilometer entfernt. Entfernt. Warte mal. Einmal ganz kurz wieder zurück. Entfernt. Und ich musste Busfahrkarten kaufen dafür. Das war nicht, was ich erwartete. So, dann machen wir das anders. Dann machen wir hier einen Punkt. Und hier machen wir stattdessen. Stattdessen war es 2 Kilometer entfernt, Komma, so dass ich Fahrkarten, so da oben haben wir zusätzliche Karten, hier machen wir mal extra Fahrkarten kaufen musste, sodass ich für die Fahrt zum Messegelände extra Fahrkarten kaufen musste. Gut. Punkt. So. Das war nicht,
was ich erwartete oder was ich erwartet habe. So, wir machen mal es mal so, was ich erwartet habe. Und des Weiteren war das Hotel entgegen der Beschreibung in Ihrer Anzeige, also die Anzeige hat eine andere, da war das anders beschrieben, nicht direkt am Messegelände, stattdessen war es 2 Kilometer entfernt, sodass ich für die Fahrt zum Messegelände, okay, das Messegelände haben wir dort, dass ich für die Fahrt, nicht zweimal in einer Zeile, zur Messe extra Fahrkarten kaufen musste, so dass ich für die Fahrt zur Messe extra Fahrkarten kaufen musste. Das war nicht, was ich erwartet habe. Was mir enttäuscht, war der schlechte Service auf der Messe, weil die Organisatoren waren nicht hilfreich, den Besuchern zu helfen. Was mich enttäuscht hat. Zack, und dann ein Komma, weil wir hier einen Nebensatz haben, was mich enttäuscht hat. Wen oder was hat es enttäuscht? Was mich zusätzlich enttäuscht hat. Dann haben wir nämlich eine Verbindung. Ja, ich war, na, wir haben hier oben, ich war nicht zufrieden mit dem, das ist der Zugang des Weiteren. Ja, also, und dann zusätzlich. So haben wir haben wir schöne Verknüpfungen zwischen den einzelnen Punkten. War der schlechte Service auf der Messe? Zweil passt hier nicht. Ja, der Schüler will ja jetzt hier beschreiben, was schlechter Service bedeutet. Ja. Die Organisatoren waren nicht hilfsbereit, den Besuchern zu helfen. Das ist doppelt gemoppelt. Sie waren nicht hilfsbereit. Das machen wir mal anders. Sie waren den Besuchern gegenüber nicht freundlich und nicht hilfsbereit. Mich hat außerdem gestört, ne, perfekt, dass die kurze Frühstückszeit, die Frühstückszeit, hier, dass die kurze Frühstückszeit, das kurz passt hier nicht. Es geht ja eher um die Zeit. Dass die Frühstückszeit von 6 bis 8 Uhr war. Punkt. Dass die Frühstückszeit nur von 6 bis 8 Uhr war. So. Und wenn ich spät gekommen bin, ja, perfekt, ich bin spät gekommen, gab es, erst das Verb, keine mehr genug Frühstück, nicht mehr genug Frühstück. Also nicht mehr genug Frühstück oder kein Frühstück mehr, aber keine mehr genug, also nicht mehr genug Frühstück. Das sind aber eine Menge Kritikpunkte. Also möchte ich die Hälfte des Preises zurückbekommen, den ich bezahlt habe, oder mich irgendwie entschädigen und in 2 Wochen, wenn Sie keine Antwort erhalten, werde ich eine Beschwerde beim Verbraucherschutzzentrale einreichen. Mit freundlichen Grüßen. Okay. Also möchte ich die Hälfte des Preises zurückbekommen. Aufgrund, also wegen, ja, dieser vielen Enttäuschungen möchte ich die Hälfte des Preises zurückbekommen,
erstattet bekommen. Okay. Wir können natürlich diesen Relativsatz mit dem Preis, die Hälfte des Preises, den ich bezahlt habe, das können wir da reinnehmen. Ich würde den Relativsatz weglassen. Da mache ich mal einen Kommentar. Ne? Du kannst diesen Relativsatz auch weglassen. So, ich möchte die Hälfte des Preises zurückerstattet bekommen oder anderweitig, also mich irgendwie entschädigen oder anderweitig entschädigt werden. Nee, nicht anders. Nein, wir wollen die Hälfte des Geldes zurückbekommen. So. Und hier machen wir einen Punkt. Sollte ich in 2 Wochen keine Antwort von Ihnen bekommen. Keine Antwort von Ihnen bekommen. Denn so wie das vorher geschrieben war, ne, wenn Sie keine Antwort bekommen, also das würde ja bedeuten, dass ich dem Adressaten eine Antwort schicke, aber das ist ja hier nicht, ist ja nicht richtig. Die sollen mir ja antworten. Sollte ich in 2 Wochen keine Antwort von Ihnen erhalten, werde ich eine Beschwerde beim Verbraucherschutzzentrale. Die Zentrale ist die Zentrale, bei der Verbraucherschutzzentrale einreichen. Mit freundlichen Grüßen. So. Also dieses Schreiben ist, ne, das Beschwerdeschreiben ist gut aufgebaut. Ne, es sind gut die Erwartungen und die Enttäuschungen beschrieben. Du hast die Beschwerde gut aufgebaut und die Erwartungen und Enttäuschungen gut beschrieben. Verbinde die einzelnen Teile besser miteinander. Damit meine ich dieses mit des Weiteren und außerdem und zusätzlich, ja, so dass eine Verbindung zwischen den einzelnen Punkten entsteht. Achte auf die Rechtschreibung, Grammatik und den Satzbau. Also achten ist nicht ganz richtig. Konzentriere. Ja. So, du machst noch viele Fehler bei der Rechtschreibung, der Grammatik und dem Satzbau. Konzentriere dich beim Schreiben auch hierauf. Na, also der Schüler hat das wirklich gut gemacht. Allerdings sind hier für die Prüfung noch zu viele Fehler im Satzbau, in der Grammatik, also na, im Dativ, Akkusativ und so, die Endungen oder überhaupt, dass er den falschen Fall hier verwendet hat. Da muss er sich noch mehr drauf konzentrieren, wenn er schreibt. Okay, ich hoffe, dass dem Schüler diese Korrektur hilft und ich hoffe auch, dass es euch geholfen hat, hier bei der Korrektur dabei gewesen zu sein. Wenn ja, dann freut mich das sehr und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann, ciao.